Dann geht's doch mal weiter mit Harvest Moon Back to Nature, 19. Wintertag im zweiten Jahr. Und ich glaube... Ich glaube erstmal... So, Hundi, jetzt aber nicht mehr. So, wir gucken erstmal natürlich wieder, was los ist. Gutes Wetter. Wo sind die Nachrichten? Da. 19. Tag des Winters, wenn es kalt wird, friert der See zu. Dann haben wir Fischstäbchen. So, was haben wir heute? Nichts Besonderes. Da müsste ich doch einmal kurz in mein schlaues Büchlein gucken. Was ich natürlich mal wieder nicht parat liegen habe. Gute Vorbereitung ist natürlich immer alles. 19. Heute hat Von Geburtstag. Von der Wanderhändler. Und ich glaube, wir werden heute mal ein paar Eier behalten, damit wir Popri beschenken können und damit wir ein Geburtstagsgeschenk für Von haben. Der kriegt ein Ei. Erstmal Pferdchen gerufen. Hey, wir haben wieder Mais. Haben wir wieder was zum Verkaufen? Unsere tiefgekühlten Fischstäbchen können wir ja leider nichts mitmachen. Zumindest im Winter nicht. Warum haben wir eigentlich keinen beheizten Teich? Eben etwas ordnen. Okay, wir haben wieder Hühnerfutter. Wie viel haben wir überhaupt? 268. Ach, das reicht noch ein paar Tage. Die goldenen Eier kommen natürlich weg. Beziehungsweise machen wir Mayonnaise draus. Schön zu den Pommes, die wir dann bei McDonald's anbieten können. Und das war jetzt sehr schlau, dass ich erst die Eier eingesammelt habe und dann versuche zu füttern. Wie viele Hühner haben wir? 9. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7. Cheap. Einen haben wir noch, 5 haben wir da drin. 1 und 2 und 3 und 4. Verdienen wir heute mal weniger mit Mayonnaise, die wir am McDonald's verkaufen. Nimm das Ei! Eingesammelt. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Packen wir die erstmal in den Kühlschrank, oder? Wir müssen ja auch noch unsere Schafe und unsere Kühe versorgen. Auch noch verschiedene Qualität. Okay, 5 Eier sollten reichen. 4 für Popuri und 1 für Von, den Wanderhändler.
Okay, Cotton sieht gut aus. Sieht glücklich aus. Cotton ist so glücklich. Die ist so glücklich, die macht mehr. Warum stehen die immer alle so blöd aufeinander hier? Okay, vielleicht suchen die auch einfach nur ein bisschen Körperwärme. Lauf! So. Stumpfi! Mann, das gibt's doch nicht! Emma, lauf mal in die andere Richtung. Bella, genauso. Schon angesprochen? Ja, das ist Cloud. Ah, das ist Emma. Okay. Ich habe gerade echt den Überblick verloren. Ah, Merkur hatten wir, glaube ich, noch nicht. Haben wir doch? Cotton hatten wir schon. Die dicke Kuh hier hinten hatten wir noch nicht. Bella! Hatten wir doch? Dumpfi? Dumpfi hatten wir noch nicht. Vier, fünf und sechs und sieben und acht. Dann sind wir hier schon mal fertig. Mensch, was ist denn das? Eigentlich bräuchten wir hier auch irgendwie noch, das hätten die eigentlich auch noch einbauen können. So eine Art automatische Füttervorrichtung. Zwei. Lass mich hier raus. Okay, dann gehen wir, glaube ich, noch etwas Holz fällen und den Stein kaputt hauen, bevor wir dann zu Popri gehen. Wir müssen ja irgendwie noch etwas Zeit schinden, irgendwie noch etwas Zeit rumbekommen. Und Von ist ja auch erst mittags, glaube ich, da. Glaube ich. So, wo haben wir denn die Axt und da den Hammer? Theoretisch? Ich weiß gar nicht. Ist das jetzt schon 5 Tage her? Was wir in Auftrag gegeben haben? Theoretisch müsste ja auch unsere Maschine bald fertig sein. Aber ich weiß gar nicht, müssen wir die abholen oder ist die dann automatisch da? So, ein Stein kaputt gehauen, ein Felsen kaputt gehauen, ein paar Bäume gefällt. Für Bäume können wir ruhig ein paar mehr fällen. Bin ich froh, wenn der Winter hier in Harvest Moon wieder vorbei ist. Und in Real Life natürlich auch. Aber gerade in Harvest Moon irgendwie... Den Frühling finde ich fröhlicher. Und vor allen Dingen... Da finden wir zumindest Blumen. Wir haben wieder genügend Fläche zum Anbauen für Blumen. Und können auch in der Wildnis Blumen finden. Damit wir die Mädels beschenken können. Gleich 11 Uhr. Sollten wir doch langsam... Ach, deswegen haben wir auch nichts gesehen. Es schneit ja heute. Oder schneit das die ganze Zeit schon?
habe mich gerade nämlich schon gewundert, warum wir die Mädels nicht am Fluss da gesehen haben. So, 5 Eier. 5 Eier sollten eigentlich reichen. Obwohl, wir machen aus 2 Stück, machen wir gekochte Eier. Nur mal zu gucken, worüber Popomi sich mehr freut. Gericht zubereiten. Nach Rezept kochen. Wo ist denn? Da ist gekochtes Ei. Tatsächlich erst das zweite Rezept in der Liste. Ich dachte, das wäre das erste gewesen. Zubereiten. Ping. Fertig. Und nochmal. Gericht zubereiten. Nach Rezept kochen. Gekochtes Ei. Trotzdem zubereiten. Und fertig. So. Nachdem die saß da mit unserem Antrag, müssen wir ja irgendwie die Zuneigung höher kriegen, wenn wir Popoli heiraten wollen. Ich will nämlich eigentlich ungern die anderen jetzt auch noch belästigend ist jetzt falsch gesagt. Aber Mary bändelt ja schon mit den mit dem Enkel vom Schmied an. Rick bändelt mit Carolyn an. Die ist so schwer, die Zuneigung hochzukriegen. Da braucht man so teure Sachen. Ellie ist ja schon in den Doktor verknallt. Obwohl wir das bestimmt noch umändern könnten. Willkommen, dieses Geschenkpapier kostet 100 Boah. Vielen Dank. Eigentlich bleibt ja nur noch Popoli. Wir könnten natürlich auch schnell noch umplanen und Ellie nehmen. Aber Popoli hat halt die höchste Zuneigung. Andy ist ja mit hier. Cliff? Gray? Ich verwechsel die immer. Und Von ist nicht da? Was soll das denn? Genau. Anwe ist ja hier mit ihm hier schon. Wenn wir jetzt irgendwie die Zeit noch etwas totschlagen bis um 1. Ist der dann um 1 vielleicht schon da? Oder um 2? Passend zum Zuneigung erbetteln, was wir hier heute machen. Erbettel ich auch mal Zuneigung von meinen Zuschauern, indem ihr einfach mal ein Like da lasst, wenn euch das Video gefällt. Oder wenn euch die ganze Playlist gefällt und andere Videos von mir gefallen. Und dass ihr vielleicht mal auf meiner Facebook-Seite vorbeikommt. Den Link, den findet ihr in der Kanalbeschreibung. Und im Kanalbanner ist er auch verlinkt. Oder einfach mal auf Twitter vorbeischauen. Würde mich freuen, wenn ihr einfach mal einen Kommentar oder ein Bildchen, ein paar Grüße da lasst. Nice! Nein, das ist ein hart gekochtes Ei, das wissen wir. Ich wollte den. Einen großen Fisch. Du kannst ihn essen oder teuer verkaufen. So, das Geschenk packen wir mal direkt dahin. Einmal zum Mülleimer, dann zu Von und dann endlich mal zu Popoli. Ich hatte auf Facebook auch schon eine Umfrage gemacht, was ich denn als nächstes Let's Play machen könnte hier zeitgleich mit Harvest Moon.
Da könnt ihr ja auch gerne mal auf Facebook teilnehmen an der Umfrage, beziehungsweise mal kommentieren, was ihr denn gerne so sehen würdet. Würde mich freuen. Oh, danke dir, Herr Kalana. Ich habe heute Geburtstag, weißt du? Dankeschön, dankeschön. Bitteschön. So, haben wir das schon mal abgehakt. Einmal Zuneigung gewonnen und Zuneigung gegeben. Popuri. Popuri, meine Kleine. Was sagst du denn zu einem Rohnei? Halt, nicht weglaufen. Wow, danke dir. Und was sagst du zu einem gekochten Ei? Dankeschön, das gefällt mir sehr. Oh, die mag gekochte Eier noch mehr. Gehen wir einmal raus, wieder rein. Vielleicht bringt das ja was. Nur kurz warten, dass die Zeit hier vorbeigeht. 10 Minuten. Sind nur kurz vor die Haustür gegangen, aber es sind schon wieder 10 Minuten gewesen. Wow, danke dir. Zumindest haben wir noch einen Fisch zum Verkaufen. Pfui. Wir haben ja noch Zeit. Wollen wir uns jetzt beeilen? Verkaufen wir den wir verkaufen den Fisch nicht, wir verkaufen den anderen Fisch, den wir im Kühlschrank haben. Aus den großen Fisch machen wir was Leckeres zu essen. Wenn wir denn noch genügend Zutaten haben. Verkaufen wir lieber den. Den und den. Obwohl, den können wir behalten. So, einmal gucken. Kochen wir vorbereitet, bitte warten. Bitte warten. Nach Rezept kochen. Haben wir denn schon? Ja, wir haben gegrillten Fisch. Und da haben wir sogar alles. Zubereiten. Ping. Fertig. Grillfisch kann man zubereiten und essen, aber nicht verkaufen. Macht nichts. Ach komm, essen wir den. Haben wir heute noch nicht so viel gegessen. Nur unser Frühstück, das immer auf magische Weise erscheint. Schaffen wir das in einer Stunde? Wenn wir uns beeilen? So, 10 nach 4. Jo, das schaffen wir. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Machen wir eine kleine Minentour. Schrotterz nehmen wir natürlich nicht mit. So, wir haben gegessen. Wir haben Geschenke verteilt. Wir haben ein paar Sachen zum Verkaufen wieder gehabt. Wir müssen auf jeden Fall gleich dran denken, mal nachzugucken, wenn wir den Korb geleert haben. Bevor hier, wie heißt er noch? Bevor Zack uns das Geld gibt für unsere heutigen Verkäufe. Müssen wir auf jeden Fall dran denken, eben zu gucken, wie viel Geld wir vorher hatten. Dass wir wissen, wie viel wir heute verdient haben. Etwas Silber. Eigentlich ist mir sogar gerade egal, was wir hier kriegen. Hauptsache überhaupt was zum Verkaufen. Natürlich wäre sowas wie Gold und Methyl richtig nice. Richtig, richtig nice.
Aber Kupfer nehme ich auch gerne. Hauptsache, der Rubel rollt. Hauptsache, Schotter kommt rein. Haben. Hallo, hallo, ich bin vergnügt und froh. Da haben wir Methil. Dann Silber, Gold, Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Und da haben wir Bronze. Erz. So tief und kommt immer noch Schrotterz. Ja komm, noch etwas Gold, genau. Silber. Nein. Direkt weg damit. Jetzt wäre ich beinahe ohne Korb runtergegangen. Das wäre aber blöd gewesen. Uns einmal wieder komplett runtergraben müssen bis zum Korb. So langsam ist der Herr angestrengt und ausgelaugt und bräuchte mal ein Päuschen. Und noch ein paar Erze, genau. Okay, Kasten ist voll. Wir haben noch 4 Stück im Inventar. Ja komm, einen noch. Geht doch. Und jetzt müssen wir ganz schnell zum Hühnerstall. Da ist der nächstgelegene Verkaufskorb. Ganz, ganz fix zum Hühnerstall. Wir würden es wahrscheinlich auch schaffen, bevor Zack da ist, zu dem Verkaufscontainer neben dem Haus. Aber lieber auf Nummer sicher gehen. In den Häusern ist ja lustigerweise immer die Zeit eingefroren. So, wie viel Geld haben wir? 105.079. Was ist das denn für ein krummer Betrag? 105.079. Hey ho, Silver! Na, wo ist er? Hi, mein Freund! Digger, ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden, Schwörlern. Also läuft der Transport eurer Erzeugnisse gut, Digger? Weiter so. 108.054. Ja, knapp 3.000 verdient. Das kann sich sehen lassen. Wollen wir noch ein Ründchen angeln? Ich glaube, wir angeln noch ein kleines Ründchen. So, keine 6 Uhr und dann schon ins Bett? Nein. Das lassen wir. Ich glaube, die Minentour hat heute rumgerissen. Fischen wir hier nun Müll? Wo kommt der ganze Müll eigentlich her? Weil der Fluss mündet ja theoretisch. Ist das ja der Fluss? Oh, Holz. Der bei der Quelle langläuft, da beim Wasserfall. Schmeißen die oben auf dem Berg etwa Müll in den See? Dass wir den hier immer rausfischen?
Weil so viele Schuhe und Dosen, wie wir hier schon rausgefischt haben, wir sollen das alles in den Graben geschmissen haben. Da werfen die Drecksäue bestimmt Müll oben in den Teich rein, in den Bergteich. Und das wird uns runtergespült. Da muss ich aber mal ein Wörtchen mit dem Bürgermeister reden. Und so geht das ja nicht. Ein Fischi! Habe zumindest noch etwas zum Verkaufen wiedergefunden. Ein paar Schuhe. Nein! Das Holz wollte ich nicht wegschmeißen. Egal! Das war ein ertragreicher Tag. Das war ein guter Tag. Wir haben die Erkenntnis gewonnen, dass Potpourri Eier mag.